Jetzt haben Bangladeschs Regierungsgegner, was sie wollten. Premierministerin Sheikh Hasina Wajed ist zurückgetreten. Die ehrenhafte Premierministerin ist von ihrem Amt zurückgetreten. Wir werden nun zunächst eine Übergangsregierung bilden, die das Land führen soll. So Gott will. Welche Forderungen ihr auch habt, wir werden sie erfüllen und werden den Frieden zurückbringen. Allein am Wochenende waren bei gewaltsamen Unruhen mehr als 90 Menschen getötet worden. Insgesamt soll es mehr als 360 Tote gegeben haben. Trotz der landesweiten Ausgangssperre hatten am Montag tausende Menschen den Regierungssitz gestürmt, nachdem die Regierungschefin das Land fluchtartig per Hubschrauber in Richtung Indien verlassen hatte. Wir sind hier im Regierungssitz Ganababan und erklären stolz, dass 16 Jahre Autokratie nun zu Ende gehen. Hasina will nun nach London weiterreisen, heißt es aus ihrem Umfeld. Solange wie kein anderer stand sie an der Spitze des Landes. Sie habe sich an die Macht geklammert und dazu staatliche Institutionen missbraucht. Oppositionelle verhaften und sogar töten lassen, sagen ihre Gegner. Hasina bestreitet all das. Auch diese Statue von Hasinas Vater Mujibur Rahman bleibt bei den Protesten nicht verschont. Er führte Bangladesch 1971 in die Unabhängigkeit von Pakistan. Doch unter seiner Regierung kam es 1974 zu einer Hungersnot und darauf zu Unruhen. 1975 wurden Rahman und 34 weitere Familienmitglieder bei einem Militärputsch getötet. Hasina und ihre Schwester überlebten nur, weil sie sich während des Putsches gerade in der Bundesrepublik aufhielten. Wie schon unter Rahman profitierten auch unter ihrer Herrschaft die Mitglieder der regierenden Partei der Awami-Liga von einem Quotensystem. Dadurch war ehemaligen Unabhängigkeitskämpfern und deren Familien ein Teil der Posten im öffentlichen Dienst garantiert. Die Wiedereinführung der zeitweise aufgehobenen Quoten war der Auslöser der tödlichen Proteste. Jetzt, mit dem Abtritt Sheikh Hasinas, hoffen die Gegner ihres Regimes auf eine neue Ära. Das hier ist nicht nur das Ende der Tyrannen Sheikh Hasina. Wir beenden auch den von ihr geschaffenen Mafiastaat. Wir beenden die von ihr geförderte Kleptokratie. Wir wollen keine Militärregierung. Was wir brauchen, ist ein Manifest der Bürgerrechte. Wir brauchen eine Zivilregierung und werden sicherstellen, dass das auch passiert. Das Militär will nun untersuchen, warum es bei der Niederschlagung der Proteste so viel Gewalt gab. Zudem wurde die geltende Ausgangssperre wieder aufgehoben. Büros, Geschäfte und Schulen können damit wieder öffnen und auch die politische Ordnung soll so schnell wie möglich wiederhergestellt werden. Geht es nach den Anführern der Studentenbewegung, soll der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus die neue Übergangsregierung anführen. Der 84-Jährige hat dem Vorschlag laut seiner Sprecherin inzwischen zugestimmt. Nach einer medizinischen Behandlung in Paris wolle er so bald wie möglich nach Bangladesch zurückkehren.